Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Max Rathe und heute reden wir über den Film von Netflix Death Note. Ja, ich rede jetzt nicht über den ganz alten Death Note Film und auch nicht den zweitälteren, sondern über den neuen von Netflix. Und der hat mich, naja, teilweise positiv überrascht. Aber mehr seht ihr gleich. Wessen Name in diesem Notizbuch steht, wird sterben. Achtung, Spoiler! In der ersten Szene des Filmes sehen wir, wie Light Yagami sieht, wie eine Mitschülerin gemobbt wird von älteren Mitschülern. Er wirft sich dazwischen und fragt erstmal, was das denn soll, dass einfach eine Mitschülerin einfach von ihnen gemobbt wird. Und meint, wenn er Prügel angedroht bekommt von ihnen und sie ihn schlagen, dass sie sich dann rechtfertigen müssen, weswegen sie es getan haben, da er noch minderjährig ist. Und es eine unerhörte Sache ist, dass sie ihn schlagen wollen. Jedenfalls bekommt er dann eine Backpfeife ab und er landet beim Direktor. Beim Direktor erfahren wir, dass Light Yagami so gesagt mehrere Aufgaben abgeschrieben hat, Teste aufgeschrieben hat und kleine Spickzettel mit dabei hatte. Dafür wird er bestraft und für das, was er eigentlich getan hat, dass er die Mitschülerin gerettet hat, bekommt er kein Lob, sondern darf nachsitzen. Im Nachsitzzimmer angekommen, bekommt Light Yagami vom Lehrerin mehrere Bücher ausgehändigt, darunter auch das Buch Death Note. Interessiert schaut er auf das Buch und liest sich die ersten Regeln, auf einmal wird es dunkel im Klassenzimmer. Daraufhin beginnt die ganze Geschichte. Er sieht, wie die Mitschülerin wieder gemobbt wird und denkt sich einfach, was soll ich denn dagegen tun? Auf einmal taucht eine Gestalt auf, die ihm sagt, dass wenn er ein Buch im Namen der einen der Mitschüler reinschreibt, dass dieser dann stirbt und er auch genau den Zeitpunkt festlegen kann. Daraufhin schreibt er den Namen rein und der Mitschüler stirbt. In den weiteren Szenen erfahren wir, dass Light Yagami seine Mitschülerin auch mit einem weiht, die er gerettet hat vor dem Mobbing. Zusammen bringen sie dann mehrere Verbrecher um, die sie ihres Erachtens meinen, umzubringen zu müssen, weil sie einfach nicht gerechtfertigt bestraft werden. Somit beginnt der ganze Zirkus. Nach einer kurzen Zeit denkt sich Light Yagami, es wäre eigentlich doch gerechtfertigt, dass irgendein Name doch bekannt gegeben werden muss, wer doch dafür zuständig ist, dass die ganzen Verbrecher sterben, die keine gerechte Strafe erhalten haben. Somit denkt er sich den Namen Akira aus. Nachdem dieser Name publik geworden ist, versuchen die Polizisten herauszufinden, wer derjenige ist, der die Verbrecher umbringt. Somit wird Light Yagami, der Polizist, L auf den Hals gehetzt. Dieser hat sehr viel Erfahrung und weiß aber noch nicht, wie derjenige die Verbrecher tötet. Aber findet es langsam heraus. Somit findet er auch raus, dass Light Yagami einfach von einem Polizisten in Japan das Kind ist. Dieser Film hat mehrere Action-Szenen und das finde ich sehr positiv, hat auch mir dadurch sehr gefallen. Was jetzt an dieser Stelle dann wieder negativ aufgefallen ist, die Szenen haben viel zu schnell gewechselt. Somit war es auch nicht wirklich so, dass du dir einen Film anguckst, sondern du hattest das Gefühl, dass von einer zur anderen Szene einfach immer wieder ein neuer Cut war. Und man das Gefühl hat, es war kein Film, sondern irgendwie eine Aneinandergereihe von mehreren Szenen. Wer den Anime kennt, weiß aber auch, dass es mehr Charaktertiefe hat. Und das gab es in der Hinsicht im Film auch nicht. Die Charakter wurden nicht tiefer beschrieben und es gab auch keine tiefere Bindung zu den einzelnen Charakteren, die im Film dargestellt wurden. Genauso wie die Geschichte der einzelnen Charakter überhaupt keine Rolle gespielt hat. Man dachte sich einfach nur, man macht eine Aneinandergereihe von mehreren Szenen, versucht das Ganze zu verpacken und versucht das als Film zu verkaufen. Ich habe in der Hinsicht mehr von Netflix erwartet. Achtung, Spoiler! Gerade in der Endszene, wo Light Yagami die Hand hält von Misa, die sich mit krampfhaft festhält an ihn, damit sie nicht aus den Waggon fällt, kommt einfach irgendeine Musik, die überhaupt nicht dazu gepasst hat. Es hat meiner Meinung nach keine Trauer ausgedrückt, sondern was ganz anderes. Es hat irgendwie Freude ausgedrückt, dass Misa stirbt.
den Anime nicht gesehen haben, können sich auf jeden Fall den Film angucken. Für diejenigen, die den Anime gesehen haben, werden mit dem Film meiner Meinung nach keine Freude haben. Denn diejenigen, die den Anime auch lieben, werden merken, dass der Film einfach überhaupt nicht wirklich gut geworden ist und Netflix sich hätte weitaus mehr Mühe geben können. Für diejenigen, die Death Note nicht kennen, meines Erachtens sollte man sich da eher den Anime anschauen, auch wenn viele sagen, ach, Anime ist ja was für Kinder. Nein, ist es nicht. Schaut euch den Anime an, da werdet ihr viel mehr erfahren. Für alle, die sich sagen, ja, Anime ist für Kinder, können gerne in diesen Film reinschauen. Er ist auf jeden Fall besser als die anderen älteren Teile. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.